Klassische Architektur von moderner Technik, der Zuschauerraum des Opernhauses nach der Sanierung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 5 Minuten Architektur auf der Bühnenbaustelle. Mein Name ist Christopher Braun, ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit und ich bin unterwegs mit Remigius Ochoncek, Architekt bei HPP Architekten, der seit 2011 die künstlerische Gesamtleitung der Sanierung innehat. Ja, wir stehen jetzt hier auf der Opernbühne und hinter uns ist der Zuschauerraum des Opernhauses. Was sind die wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Zuschauerraums? 1300 Zuschauer passen rein, das ist ein großer Saal. Und dennoch hat man eine sehr intime, sehr direkte Atmosphäre. Das liegt an Proportionen, das liegt an der Tatsache, dass die Entfernung zwischen der Bühne und der letzten Reihe relativ klein ist. Und dazu kommen, dass diese zauberhafte Logen, also als Motiv, ist es in der Theatergeschichte eine Weiterentwicklung von Rangtheater, die aber in dem klassischen Sinne eher zu Separés geführt haben bei Ripern. Obwohl wir in der Loge sitzen, hat man immer das Gefühl, dass man gemeinsam in dem Raum sich befindet. Ein sehr sozialer, sehr offener Raum. Die Farben, die großartige blaue Welt, die man in der letzten Spielstand nicht mehr so erkennen konnten. Aber wir durch die Farbrecherchen auch die bauzeitliche Anstriche herausgefunden haben. Er ist zart blau von den Logen Vorderseiten bis auf den Stoff, mit dem die Stühle gespannt sind. Hinter uns ist der Zuschauerraum des Opernhauses. Und dieser Zuschauerraum ist für viele Opernfans fast noch stärker das Wahrzeichen des Hauses als die äußeren Fassaden. Wie kann man das erklären? Ich glaube, dass es auch an der Architektur liegt. Aber die Architektur alleine schafft so eine Ausstrahlung nicht. Ich bin sicher, dass diese kulturelle Bedeutung von diesem Zuschauerraum eine große Rolle spielt. Nun, seit Jahrzehnten hat man hier auf Weltniveau gespielt und Weltstars zu Gast gehabt. Und für die Bevölkerung war das ein unverwechselbarer Ort, mittendrin in dieser Stadt. Der Zuschauerraum ist komplett restauriert worden. Was ist von den Oberflächen jetzt eigentlich noch original und was ist neu dazugekommen? Wir verändern nichts, also vor allem nicht an der Raumgeometrie. Und wenn es geht, wenn die Situation das erlaubt, verändern wir aber auch die Materialität nicht. Es geht jetzt auch um Erhalt von Materialien vor Ort. Aber wenn ein Stoff, mit dem die Stühle bezogen worden ist, in 50 Jahren einfach durchgesessen ist, dann muss er natürlich ausgetauscht werden. Es gibt hier sehr viele sehr spannende und tolle akustische Maßnahmen, um den Klang des Raumes zu verbessern. Wenn aus diesen Maßnahmen, aus dieser Notwendigkeit eine bauliche Veränderung notwendig war, dann wurde sie jetzt auch durchzogen. Das heißt, die Oberflächen sind original. Das heißt, das sind die Original-Nussbaum-Furniere, aber dahinter steckt moderne Technik. Genau, das ist so. Abgesehen von zwei, drei Elementen, also die Stühle sind neu bespannt, also das ist hier nicht das Originalstoff, aber es hat die gleiche Farbe und die gleiche Beschaffenheit. Das heißt auch die gleichen Dimensionen. Auch die gleichen Dimensionen. Aus diesem Denkmalschutz heraus konnte man die Reihen auch nicht verändern, also das ist dann nicht möglich gewesen. Aber man sitzt dann halt am Ende dann viel bequemer. Und was man noch verändert hat und was nicht mehr original ist im Sinne Material, es schaut zwar genauso aus, aber er funktioniert völlig anders. Das ist diese Proszenium-Lamelle. Proszenium ist der Bereich, der kurze Bereich, bevor das Bühnenportal anfängt. Also flankierend zu dem Orchestergraben. Herzlichen Dank für heute, Herr Ochoncek. Und ja, das war unsere erste Folge. 5 Minuten Architektur auf der Bühnenbaustelle. Wir werden weitere Folgen produzieren und hier regelmäßig veröffentlichen. Also bleiben Sie dran.